Die einen kaufen halt schlicht und ergreifend Natursekt im Internet, die anderen möchten halt Fäkalschlamm. Heute seht ihr Jan in einer neuen Folge von Wissen macht AA. Laute Festivals sind ohne sie undenkbar. Die Rede ist von den berühmten stillen Örtchen. Doch auch die brauchen Pflege und in unserer Reihe Helden des Alltags spreche ich jetzt mit Thomas, der hier unter anderem für die Pflege der Mobiltoiletten zuständig ist. Thomas, du sitzt stilecht noch auf einem Stuhl. Du bist der Leiter, das heißt, die restlichen, die erfahren, sind deine Untergebenen. Das sind unsere Angestellten, genau, das ist unser höchstes Gut, denn unsere Servicefahrer verdienen unser Geld und sorgen dafür, dass alle Leute ein stilles, reines Örtchen bekommen. Nennen die dich Chef oder müssen die sagen, eure Exkrements zum Beispiel? Also eure Exkrements müssen die auch sagen, nicht sagen, wir verdienen unser Geld mit Scheiße und deswegen duzen wir uns alle. Wie viele Touren fahrt ihr an so einem Tag? Also wir sind mit 9 Serviceteams hier, A2 Fahrer. Wir fangen morgens um 5 an und reinigen halt alles, bevor es wieder richtig losgeht. Und die fahren bis abends in die Dunkelheit. Wenn es dunkel wird, ist es einfach zu gefährlich. Touren werden am Tag circa von jedem Fahrzeug 6 Stück gefahren. Dabei werden knapp 2 Kubikmeter Fäkalschlamm entsorgt. Heißt also 45 Kubikmeter pro Tour bis 50 Kubikmeter. Das 6 bis 8 Mal am Tag. An Anreisetag ein wenig weniger. Gestern war es extrem viel. Heute merkt man, schwitzt man mehr aus, als man so von sich gibt. Also alles in allem haben wir bisher, denke ich mal, so knapp 120 Kubikmeter Fäkalschlamm zusammengesammelt und entsorgt. Entsorgt ist ein Stichwort. Ist das nicht sinnvoll, das Ganze vielleicht auch an die Politik zu verkaufen im Sinne von einer Volkszählung? Wie ernährt sich Deutschland? Gibt es da nicht Überlegungen? Das kann ja alles ausgewertet werden. Das sind ja Daten, die ihr da transportiert. Das sind mit Sicherheit Daten. Das ist deutschlandweit. Weltweit sammeln wir da Daten entsprechend. Aber das fällt unter Datenschmutz? Genau, das fällt komplett unter Datenschmutz. Und ihr wisst, Datenschmutz kann man wieder nur auf so ähnlich wie Steuersünder-CDs verkaufen. Ich denke mir, irgendein Abnehmer wird sich dafür mit Sicherheit in Zukunft finden. Wäre das nicht auch eine Überlegung? Könnte man nicht Kosten einsparen, wenn man die Wagen direkt mit einer Biogaseinspritzung betreibt und ihr könntet das einfach ansaugen und direkt quasi die Fahrt zum nächsten Häuschen mit den Überbleibseln vom letzten finanzieren? Das wäre grundsätzlich eine gute Idee, jedoch wie es nun mal so ist, die einen kaufen halt schlicht und ergreifend Natursekt im Internet, die anderen möchten halt Fäkalschlamm und damit ist dieses Geschäft natürlich viel interessanter, denke ich mir einfach. Das heißt, ihr verkauft das dann auf eBay zum Beispiel. Bekommt man als Agent im Auftrage von Mobiltoilettenentsorgungsfirmen eigentlich eine Doppelnullnummer? Wir haben alle Doppelnullnummern, aber das ist streng geheim, denn wir haben auch einen Mr. M und der passt genau auf uns auf. Wie hoch steht das Summer Breeze im Billing? So tolle, freundliche und zuvorkommende Festivalgäste, die auch Platz machen, wenn man Toiletten reinigt, gibt es auf keinem anderen Festival. Das ist wirklich so. Aber was würdest du sagen, wie hoch ist das Summer Breeze im Ranking? Schaffen die das hier ordentlich Scheiße zu bauen? Die bauen hier richtig Scheiße. Ich glaube, die sind da unter den Top 5. Und ich würde fast sagen, wenn es einen Award gibt, einen Scheiße-Award, den könnte man das Summer Breeze Festival in diesem Jahr hundertprozentig verleihen. Ein wunderbarer Schlusssatz. Und Thomas, der Beweis dafür, dass man auch ehrlich sein Geld verdienen kann, obwohl man Scheiße fährt. Falls euch diese Schisspalava gefallen hat, abonniert doch einfach unseren Kanal. Jeden Dienstag und Freitag gibt es neue Videos von uns. Schreibt uns bitte Kommentare, welche Erlebnisse habt ihr schon auf einem Dixi-Klo gehabt? Und was meint ihr, wird der Fäkalschlammrekord dieses Jahr auf dem Summer Breeze gebrochen? Und zu guter Letzt, hättet ihr gerne Geruchsfernsehen? Alles außer Scheiße gibt's bei EMP. Klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, sagen Jan und Markus.